Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Retro Blind, Harry Potter und der Stein der Weisen. Beim letzten Mal haben wir das Quidditch-Spiel gewonnen und wir schauen jetzt mal, dass wir die Stunde mit Professor Snape überleben. Bist du auf dem Weg zum Zaubertrankunterricht, Harry? Verspäte dich bloß nicht. Snape kann sehr gemein sein. Er findet immer einen Grund, Strafpunkte für Gryffindor zu verteilen. Wir brauchen grüne Bohnen in allen Geschmacksrichtungen. Für unser nächstes Experiment. Du weißt schon, die mit Trollpopelgeschmack. Bring uns die Bohnen und wir verraten dir das Passwort für das Porträt. Später. Geht's denn jetzt hier lang? Hier steht ein Hermine. Na endlich, Harry! Ich habe eine Idee, wo der bei Gringotts gestohlene Gegenstand sein könnte. Wir müssen aber erst zum Zaubertrankunterricht. Nun komm schon, Harry! Wir dürfen Snape nicht warten lassen! Okay. Aber wenn wir uns jetzt bestimmt eine richtige Packung abholen von dem Pflegefall. Wir können auch nichts dafür, dass er bei unserer Mutter nicht gelandet ist, oder? Nun pass gut auf, Potter. Wenn du einen Mega-Power-Trank mischen willst, musst du zunächst den Kessel aktivieren. Du musst schnell auf die drei Symboltasten drücken, die dir angezeigt werden, damit sich der Kessel füllt. Wenn du es schaffst, deinen Kessel zu füllen, was ich stark bezweifle, kannst du den Kessel aktivieren, um deinen Zaubertrank herauszuholen. Du bist dran, Potter. Bin gespannt. Mach dich bereit zu mischen. So. Ja, und? Das Sirius. War gut genug. Für deine Verhältnisse. Nur ein Dummkopf würde erwarten, dass du es besser machen würdest. Potter, ich habe noch nie solch eine miserable Leistung gesehen. Los, hol mir das Glas mit den Feuerfliegen aus dem Nebenraum. So war die Xbox. So ist die Xbox geboren worden. Das Startlogo der Xbox. Tja. Weg ist Harry Potter. Ja, war schön mit euch. Dann bis zum nächsten Mal. Sein Auftrag. Lependo. 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 Thank you.
Flipendo! Okay. Ich verstehe es nur bedingt. Flipendo! Aber ich treffe ihn ja nicht da. Den hier. Easy. Die sind ein bisschen gruselig. Harry, ich bin's. Raymond, kannst du mein Kätzchen sehen? Ich habe es dort unten miauen gehört. Wer zündet eigentlich die Kerzen in so einem Schloss an? Katze. Na komm her. Kommst du mir jetzt hinterher? Komm. Ganz toll, Katze. Katzen sind eh schon voll mein Ding. Wingardium Leviosa. Danke, Harry. Hier, ich gebe dir eine Bildkarte von berühmten Hexen und Zauberern. Danke. Edgar Strulger.
Was habe ich jetzt gemacht? Ach so. Edgar Strulger, 1703 bis 1798. Erfinder des Taschenspikoskops. Ja, nice. Oh, ich wusste gar nicht, dass es Fallschaden gibt. Schade. Das ist schlecht, ne? Ich bin schon ein bisschen... ...bisschen defekt. Wenn ich einmal da reinfall, dann war es das auch für mich. Glück gehabt, würde ich sagen. So, ein Glück. Die Hebel, die bestehen auch prinzipiell nur aus Keulen. Baseballschläger. Ein Glück haben wir einen, der das permanent mitzählt, ne? Hallo? Oh oh. Ich glaube, es hat sich gerade aufgehangen. Ja, warte mal. So. Ein Glück. Oh, ein 2D Adventure. 2,5D Adventure. So, jetzt gehen wir drüben rein oder holen wir uns jetzt erst... Ah, ich glaube, wir gehen hier mal rein, ne? Kontrollschlafsaal. Ich wusste gar nicht, dass wir einen eigenen Schlafsaal haben hier. Oh, der ist aber sympathisch. Das ist so ein typischer Armschläfer, ne? Okay. Hier. Hebel bewegen. Okay. Bringt es aber noch nicht so weit. Okay.
sag mal Bella, ciao. Jetzt rennen wir schnell hoch und dann dürfte das gewesen sein. Kriegen wir schon wieder Minuspunkte dafür, oder? Professor Snape findet das bestimmt nicht so lustig, dass wir immer noch keine Feuerbohnen geholt haben. Punkte schon wieder. Läuft bei uns. Nee. Ich will noch dieses grüne Dings hier einsammeln. Ich habe immer Flashbacks zu Zelda Ocarina of Time. Wundert er sich gar nicht, wo ich so lange war? Ich habe nicht gedacht, dass du so schnell zurückkommen würdest. Gib mir die Feuerfliegen. Lass mich jetzt in Frieden, Potter. Dein Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste mit Professor Quirrell fängt bald an und du bist schon spät dran. Nice. Jetzt ist die Frage, was wir sonst noch so alles hier haben. Gemacht, aber ich glaube, wir haben genügend Zeit, um das mal loszumachen. Um das entspannt zu machen. Okay. Ja, viel Zeit haben wir jetzt rum. Machen wir das so.
Potter. Harry beim Unterricht in Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du bist gerade noch pünktlich. Okay, danke. Seht euch um, meine Schüler. Ich bin Professor Quirrell und ich unterrichte Verteidigung gegen die dunklen Künste. Du fängst an, Harry. Heute lernen wir einen sehr mächtigen Zauber, den Verdemilius. Mach dich bereit. Das war gut. Hervorragend. Perfekt. Konzentration, bitte. Es wird nicht einfach werden. Das war gut. Hervorragend. Perfekt. Perfekt, danke. Sei bei diesem besonders vorsichtig. Oh, Feier. Das war gut. Hervorragend. Perfekt. Jeder muss nun einzeln den Raum betreten, um den Verdemilius-Zauber zu praktizieren. Okay. Nun wollen wir mal sehen, Harry, wie du dich gegen die dunklen Künste verteidigst. Richte zunächst den Verdemilius-Zauber gegen die Dunkelheit. Beobachte, wie der Verdemilius-Zauber aufleuchtet, die Dunkelheit verdrängt und den Weg mit Licht ausfüllt. Beeile dich, diesem Weg zu folgen, da der Zauber die Dunkelheit nur für eine kurze Zeit verdrängen kann. Viel Glück, junger Zauberer. Danke. Verdemilius! Eindrucksvoll. 5 Punkte für Gryffindor. Ich habe schon eine Ewigkeit gewartet. Mhm. Erinnerst du dich noch daran, dass Dumbledore gesagt hat, Schüler hätten im Oberschloss nichts zu suchen? Dort muss der gestohlene Gegenstand versteckt sein. Okay. Wir teilen uns auf und suchen nach einem Weg, der dort hinaufführt. Viel Glück, Harry. Machen wir. Ich muss wissen, wo es dann noch runtergeht, ne? Flipendo! Verdemilius! Ja, hier ist der Speicherpunkt. Wir befinden uns wieder am Ende unserer Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen.
Und würde dann sagen, lasst mir ein Abo da, lasst mir ein Like da. Ich hoffe, die Serie gefällt euch und auch das Spiel. Und in diesem Sinne, bis später mal. Ciao.